Frühjahr 1944. In der Nähe Berlins lagen die Panzerwerke Albrechtshof. Hier wurden Versuche unternommen, eine neue Legierung zu schaffen, die härter als Stahl und leichter als Aluminium sein sollte. Die Bewachung dieses Projektes wurde vom SD durchgeführt, da unter Wehrmachtsbewachung Sabotageakte vorgekommen waren. Die folgende Geschichte beginnt am 12. Mai 1944 im Hauptquartier der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße, Berlin. Rühren. Meine Herren, ein äußerst bedauerlicher Vorfall, der gerade uns betrifft, zwang mich, diese Sitzung einzuberufen. Sicher haben Sie schon von dem Vorfall in Albrechtshof gehört. Es ist dort landesverräterischen Kräften gelungen, besonders wertvolle Forschungsunterlagen über den Kampfwagenbau zu fotokopieren